Herzlich willkommen zur LPM Calliope Minikarte 6, das 6-Tasten-Instrument. In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie den Mini so programmieren, dass Sie mit ihm einfache Lieder spielen können. Dazu fassen wir bereits behandelte Inhalte in einem neuen Kontext zusammen. Diese sind die parallele Programmierung mehrerer Ereignisse, die Funktionsweise der Pins P0 bis P3 sowie die Programmierung von Tönen. Starten Sie den Editor. Löschen Sie das Startprogramm und geben Sie dem Programm einen Titel. Legen Sie sich aus dem Bereich Eingabe Ereignisse für den Druck auf Knopf A und Knopf B sowie die Pins P0 bis P3 auf die Arbeitsfläche. Wählen Sie nun den Bereich Musik und fügen Sie an jedes Ereignis den Block Spielenote Middle C für einen Takt an. Ändern Sie die Töne über die Klaviatur so ab, dass Sie die Töne mittleres C bis mittleres A verteilt haben. Zur Strukturierung empfiehlt es sich, mit den Tönen bei Knopf A zu beginnen und dann über die Pins entgegen dem Uhrzeigersinn bis zu Knopf B zu verfahren. Mit diesen 6 Tönen lassen sich bereits einfache Musikstücke wie Alle meine Entchen oder die Themen von Beethovens Ode an die Freude sowie Jingle Bells spielen. Rufen Sie sich noch einmal in Erinnerung, dass die Pins über einen Mikrostrom angesteuert werden. Zur Verwendung dieser Tasten müssen Sie immer auch den Minuspin berühren. Außerdem erklingt der Ton erst, wenn Sie den entsprechenden Pin wieder loslassen. Wir wünschen viel Spaß mit weiteren Projekten. Bleiben Sie kreativ!